Hallo, lieber Herr Spielmann. Sie sind der Sprecher des Ehrenrates, ehemals Ältestenrat, und unter anderem darüber wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten. Erstmal ganz lieben Dank, dass Sie Zeit für mich haben. Ich bedanke mich natürlich genauso. Vielleicht können wir damit einsteigen, dass Sie uns ein bisschen was darüber erzählen, wie Sie überhaupt mal als junger Kerl zum Verein gekommen sind. Wie hat denn Ihre Vereinsliebe angefangen? Der damalige Jugendleiter von 1905, der Seppel Lutz, der hat mich mal gebeten. Sie wissen, das war 1955, wie die Marode das ganze Stadion oben ausgesehen hat. Sagt er, du kannst du mal bei uns gucken, ob du vielleicht mal die Armaturen ein bisschen hinkriegst, die Tropfen überall rum. Weil Sie sind Sanitär- und Spenglermeister, ne? Genau. Und das habe ich eben auch gemacht. Er hat mir das Material sogar besorgt. Er war ja damals bei Köbig. Und das habe ich gemacht. Und da kommt er auf einmal rein und da sagt er, du Sigurd, spielst du Fußball? Sag ich, ich habe früher in der Klasse Fußball gespielt, aber sonst nicht. Seht ihr, ich hole jetzt ein paar Schuhe, da gehst du mal dann raus zu den Amateuren. Waren Sie denn als Bub auch schon Fan des Vereins, bevor Sie selbst gespielt haben? Ja. Da oben waren ja so viele Schlupflöcher, ich hatte kein Geld gehabt, wo wir da oben unter der Tribüne haben wir gesessen, die hatten ja so Löcher von den Bombenangriffen und so weiter. Und da haben wir dann da beim Fußball mit zugeguckt, ja. Nicht nur Fußball, sondern da habe ich auch die Handballer gespielt. Mhm. Dann war Radrennen gewesen da oben. Also der Bruchweg war uns schon sehr vertraut. Mhm. Können Sie sich noch daran erinnern, was so die ersten Spiele waren, die Sie gesehen haben? Und wer hat Sie mitgenommen? Das sind wir als Bube, 10-, 11-Jährige, so nach dem Krieg. Wir waren schon 12 Jahre gewesen. Den Weg haben wir alleine gefunden, ja. Sie haben es ja gerade schon gesagt, Sie haben als Junge den Zweiten Weltkrieg ja auch sehr intensiv miterlebt, die Bombenangriffe auf Mainz. Ja. War Fußball was nach dem Krieg, womit man sich auch so abgelenkt hat von dem, was da passiert war? Ich war mit meiner Mutter am 27. Februar auf dem Weg zum Kupferberg, weil wir da sicher waren. Und dann sind wir gekommen bis an den Münsterplatz und da hat es angefangen zu zischen und so weiter. Dann sind wir gerade retour und die Metzgerei Frohendorf ist ja heute noch ein Begriff, sind da in der Kelle. Und da hat man uns aber nicht in den Luftschutzraum gelassen, sondern meine Mutter und ich, wir haben im Kohlekeller gestanden und haben dann das Inferno überlebt. Ja. Sind durch Mauer, durch Brüche nachher da rausgekommen, auf die Großbleich zu. Da habe ich dann, es tut mir leid, aber diese verkohlten Menschen da. Und wissen Sie, das war die ganze Zeit, war das alles verdrängt. Das war da 55, wenn wir Fußball gespielt haben und so weiter. Und dann im späteren Alter, also ich sage so vor 15 Jahren, sind die Erinnerungen wieder gekommen. Der Krieg, wie gesagt, der hat eine riesige Rolle gespielt und deswegen waren wir nach dem Krieg für alles froh und dankbar. Mhm. Wir hatten ja gar keinen Ball, wir haben aus Lumpe haben wir uns einen Ball gemacht oder wenn wir mit der Hockeykugel haben wir Fußball gespielt. Ja. Was ist denn der Hintergrund, dass der Ältestenrat in Ehrenrat umbenannt wurde? Keine Ahnung. Was ich bedauere, die ganze Zeit hatten wir den 05er da oben, das schöne Heft. Und die habe ich mal angefangen vor 10 Jahren einzusammeln, die da auf dem Tisch war. Und habe die in ein Altersheim gebracht. Ja. Und da war die Resonanz so groß. Und dann hat mir einer gesagt, hey mal, meine Oma, oder die ist da und da, da kommt sowas nicht hin. Ja. Also aufgeschrieben. Und dann hat sich das gesteigert auf 18, die ich alleine mal im Anfang gemacht habe. Ja. Das haben wir nachher ein bisschen aufgeteilt bei uns. Und man hat sich auch bei 05 noch mit 2, 3 Leuten engagiert. Das war im Laufe der Zeit, da saß einer in einem im Rollstuhl, neben dem Rad, den 05er drin. Ich kriege heute Heft für mich. Also, das, was wir da erlebt haben, und wir bedauern das. Jetzt drehen wir ja noch ein bisschen vor Ihrem Geburtstag, wenn es ausgestrahlt wird. Hatten Sie gerade 85. Geburtstag und 65. Vereinszugehörigkeit. Wie ist es denn, wenn man so lange mit 05 verbunden ist, ist das große Ziel dann 105 zu werden, dass man die 05 hinten dran hat? Noch 20 Jahre? Das können wir natürlich nicht bestimmen und so weiter. Ich muss das eine Sache, meine Frau, wenn die nicht so Taco wäre und so weiter. Ja. Und vor allen Dingen, die sehr viel Verständnis immer haben. Herr Spielmann. Ja.
ganz, ganz lieben Dank, bitte, bitte, sage ich Ihnen, dass Sie sich die Zeit für mich genommen haben. Sie kriegen von mir, wie alle meine Gesprächspartner, die Mainz 05 Gummibärchen. Ich hoffe, für die haben Sie was übrig in der Wortpiraten Gummibärchentüte. Ja. Es hat mich sehr gefreut, dass wir zusammen sprechen konnten. Dankeschön. Und alles Gute. Ja, desgleichen.